So, wir sind Kitty, Jiwon, Juhyun und Moritz, Liam, Mitzi, Martin. Normalerweise findet man es beim Schüleraustausch wichtig, dass die betreffenden Kulturen sich mischen. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass die Teilnehmer, also Schüler, die das Ausland besuchen, mehr autonom das Programm genießen können. Heutzutage gibt es schon tausende Austauschprogramme und viele Informationen über das Internet, aber es ist schwer für die Schüler, alle Informationen einfach nachzuschlagen. Also haben wir uns vorgestellt, wie wäre es, wenn wir Schüler und Schülerinnen, die selbst an einem Austauschprogramm teilgenommen haben, diese Informationen und Erlebnisse mit anderen zu teilen, die vorhaben, an einem Austauschprogramm teilzunehmen. Ich möchte über die Grundidee von Kulturmap reden. Kulturmap ist eine Plattform mit einer interaktiven Karte, die es erlaubt, Informationen nach Kategorien für kommende Schüleraustausche zu erhalten. Die Webseite wird dabei helfen, aktuelle Informationen über Austauschprogramme bereitzustellen und einen bestmöglichen Aufenthalt im Gastland zu ermöglichen. Auf unserer Website haben wir beide Teilprojekte zu einem großen Projekt zusammengefasst, um eine möglichst gute Bedienungsfreundlichkeit für den Nutzer zu bieten. Genau. Ich werde jetzt über die Karte reden, welche sozusagen die Grundbasis für den Benutzer ist. Die Karte soll als für den Nutzer dazu dienen, dass er bestimmte Länder auswählen kann. Man sieht es hier, sie ist interaktiv, also der Benutzer kann mit der Maus über die Karte hovern und dann wird sozusagen der Name des Landes oben rechts angezeigt. Und später soll es noch so sein, dass wenn er jeweils auf das spezifische Land klickt, dass er sozusagen zu der bestimmten Webseite verlinkt wird. Und genau auf dieser Webseite werden dann die Kommentare der Schüler, welche jeweils in diesem Land schon einen Schüleraustausch gemacht haben, angezeigt. Und so kann er, sag ich mal, einfach die ganzen Kommentare zu dem bestimmten Land erhalten. Ich spreche über die Funktion der Website und das Hauptziel. Wir können die Informationen des Schüleraustauschprogramms bekommen und die Austauschschüler besitzen durch das Video die Möglichkeit, ihre Erlebnisse zu teilen. So, sie tauschen diese mit anderen Schülern, die sich auf das Austauschprogramm vorbereiten. Also können wir über die Probleme und die Sorgen sprechen und einen Tipp geben. Und das Hauptziel ist, dass viele Schüler mit anderen Kontakt bekommen, so wie schnell und einfach ihre Informationen tauschen. Also das ist die Webseite, welche die Videos enthält und in diese in die verschiedenen Kategorien eingeteilt sind. Damit können Schüler, die ihre Erfahrungen in Form von Videos über die Kultur, Sehenswürdigkeiten und Tippvideos teilen. Und die Videos werden ständig aktualisiert und kommen von einem Videoserver. Später sollen noch die App zum Videoaufnehmen mit der Webseite verbunden werden. Wie diese genau funktioniert, wird von meinen Teamkameraden erklärt. Okay, wir haben uns gedacht, dass man
dass es am einfachsten ist, kleine Videos mit Hilfe einer Handy-App aufzunehmen. Also haben wir einen ersten Prototypen der Handy-App gemacht. Genau. Man stellt ein, welche Sprache man spricht und für welches Land man sich interessiert und kriegt dann die Einträge, die andere Nutzer dazu schon gemacht haben, aus der Datenbank. Außerdem hat man die einfache Möglichkeit, per Knopfdruck ein Video aufzunehmen, einfach auf den Video-Record-Button drücken, Video aufnehmen und abschicken. So wollen wir, dass man möglichst einfach seine Erfahrungen teilen kann. Ja, wie funktioniert das Ganze im Hintergrund? Also wie kommen die Videos von der App auf die Website? Wie werden die ganzen Inhalte angezeigt? Dazu haben wir hier so ein kleines, so eine kleine Übersicht gebastelt. Das heißt, wir haben hier unser Backend, also den Server, der im Hintergrund aktiv ist und irgendwie alles organisiert, was an Daten so anfällt. Und wir haben hier die Android-App und unsere Webseite. Und wir bekommen die Daten von der App über eine REST-API direkt zum Server. Das sind dann die Videodaten und die Daten, die der User eingibt, wo er sich gerade befindet, welche Sprache das ist, eine Videobeschreibung und so weiter. Und die landen dann auf dem Server, werden dort in einer Datenbank katalogisiert und werden dann per Videostream, also die Videos per Videostream wieder an die Webseite und die Android-App geschickt, beziehungsweise die anderen Daten dann ganz einfach per Datenübertragung. Ja, soweit auch mit unserem Projekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke.